Aha, der kann nämlich danach weiterspringen. Zumindest konnte er es einmal und danach nicht mehr. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, das alleine reicht ja auch. So. Kleiner. Also komm, lass mal so. Das ist ein kleiner Bug, den ich aber gerade leider nicht beheben kann, weil ich nicht weiß, woran er liegt. Vielleicht liegt das hieran, dass dieses Result irgendwie, also der Rückgabewert von C-Move, dass der nicht so ganz stimmt. Theoretisch, er fällt nach unten. Ah. Ah, ja. Hier müsste es irgendwo. Ah, ne, Moment mal, hier gibt es auch noch. Das mit dem 9-mal Timestep, das ist so. Ah, Entschuldigung, musste gerade mal schlucken. Das ist so ein bisschen fehlerhaft, weil. Der bewegt sich einmal, 10-mal Timestep und er bewegt sich aber auch noch in die Z-Richtung, war Z-Speed mal Timestep. Ich glaube, es gibt so eine Variable, die sowas ausrechnen kann. So eine Funktion, da müsste ich jetzt mal gerade gucken, einmal kurz zack ins Handbuch geschaut. Inhalt. Was waren hier beim Suchen? Sonderzeichen. Inhalt. Funktionen, Vektorberechnungen. Vektordistanz von Vektor 1 bis Vektor 2. Ja, gucken wir doch, ob das funktioniert. Das wäre ja nicht schlecht. Das müssen wir jetzt wo einfügen? Hier. Der erste. Ah, das ist jetzt hier so komisch. Also das ist der erste Vektor. Ja, dann kann man zwischen. So. Der erste Vektor ist 0 Vektor. Klar. Und der zweite ist dieser Vektor. So. Und wenn der das aber kleiner ist als das, dann hat es sich zu wenig bewegt. Ist halt irgendwo gegengedotzt. Und ist dementsprechend. Ach cool. Wir sollten das mal irgendwie noch ein bisschen verändern. Ich weiß auch nicht. Vielleicht lassen wir das mal hier bei 9 mal Timestep oder so. Ich weiß es gerade irgendwie nicht. Das ist irgendwie echt scheiße. Okay, wir lassen es mal. Vielleicht funktioniert, weil es ist jetzt sofort beim ersten Hüpfer schon abgespielt. Aha. Diesmal nicht. Mal gucken, ob es normal funktioniert, wenn wir irgendwo gegenhüpfen. Stürzt ab, ne? Ja. Okay, sehr gut. Weiter. Nächster Versuch. Wenn wir, ja, wenn wir gegen den Boden lassen, stürzt auch ab. Das ist jetzt so eine flüssige Bewegung, weil es fällt dann einfach direkt durch. Das sieht jetzt merkwürdig aus, aber wenn man es mit Sound hinterlegt, dann hört sich, glaube ich, auch ein bisschen. Dann ist das auch, dann wirkt das nicht so, als wäre es ein Bug einfach. Und jetzt noch gucken, wenn wir gegen die Decke dotzen. Ist natürlich extrem schwer, gegen die Decke zu dotzen. Doppelklick mache. Hüpft ja nur einmal, was ich irgendwie schade finde. Ich weiß nicht, ob das beim Original auch so ist. Dann kann man nämlich nur extrem schwierig mal schnell hochhüpfen. Es geht nämlich, glaube ich, beim Original, wenn man da Doppelklick macht, dann fällt er nicht erst runter. Ich weiß es nicht. Aber es könnte auch einfach ein ganz normaler. Also es könnte ganz normal sein auch. Abgestürzt. Was passiert denn, wenn man den Boden. Wo ist der Boden? Nicht passabel machen. So. Zack. Würde mich mal interessieren, weil dann würde ja auch der Boden als. Nö, da. Weiß ich auch nicht. Was heißt denn das jetzt? Ach so, ah ja, wir haben da unten eine. Sekunde, kann ich mal gerade zeigen. Das sollten wir auch noch überarbeiten, damit das nicht so komisch mit dem Durchfallen ist. Ja.
Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Ach genau, beim Player, ne? Falls. Ne, wo haben wir das? Irgendwo haben wir. Wenn die Spielerposition kleiner ist als so und so, dann ist es beendet. Nicht? Das haben wir. Irgendwo haben wir das. Gottes Willen, ey. Ich finde es gerade nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir das irgendwo haben. Sorry Leute, ich bin gerade etwas verwirrt. Es muss beim Player sein. Also ich meine, woanders kann es ja auch gar nicht sein. Game gleich 1, while my.z. Ach so, genau. While my.z größer als minus 4. Das ist so kompliziert. Ich habe das da so merkwürdig mit eingepackt. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal gerade gucken, an welcher Position denn der Vogel ist, wenn er gegen den Boden knallt. Da ist ja der Boden unten. Und was passiert, wenn er dagegen knallt? Das ist mal interessant zu wissen. Ich überlege gerade, wie wir das. Ach so, wir haben auch diese Prüfung, ne? Nee. Mann, ey. Weil es klappt ja ganz offensichtlich, sieht man ja. Ach so, nee, 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 ha. Haha. Okay, wir müssen mal gerade hier nochmal printen. Wie geht das nochmal? Gott, ey. War. Scheiße. Handbuch noch offen. Einmal suchen nach. War. Toll, findet er jetzt wahrscheinlich super viel. Cool. Bei. Wie ist das? Makros oder so, ne? Gibt's da nicht sowas? Ah, Debug war, genau. Wusste ich's doch. Debug war. Und da kommt jetzt erstmal die Variable rein. My.z. Und dann Y-Position ist vollkommen egal. So, nochmal. Minus 270. Und dann soll er noch ein bisschen weiter runtergehen können. Also sagen wir mal minus 300. Ich würde gerne mal wissen, was denn passiert an der Position minus 300. Also ich setze jetzt mal gerade hier auf minus 300. Zack. Zack. Und das hier müssen wir natürlich wieder disable setzen hier natürlich, ne? Dann, damit das dann nicht da hängen bleibt, sondern auch bis zu minus 300 durchfällt. So, und jetzt? Ah, ist ein bisschen zu weit unten. Was haben wir denn? 280. Versuchen wir das mal. Ah, das ist ganz knapp. Sagen wir mal 285. So. Ist jetzt ein bisschen Feingetue, aber das soll ja auch alles gut aussehen. Uff. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Oder? Also ich finde das nicht schlecht. Und angenommen, wir würden jetzt mal hier ganz normal spielen. Das Let's Play, wenn wir jetzt noch hier Sounds reinpacken, dann können wir dann ein richtiges Let's Play von machen. Mache ich natürlich nicht, aber theoretisch. Es könnte sein, dass die Bounding Boxen, dass wir die Bounding Boxen von den Röhren noch ein bisschen überarbeiten müssen, weil die etwas zu krass sind.